Nächster Redner ist jetzt Johannes Markreiter von den NEOS. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher an den Bildschirmen. Herr Staatssekretär Falco, eine Ikone der österreichischen Musikgeschichte, hat seinen ersten großen Hit mit der Textzeile begonnen. 1, 2, 3, aber es ist nichts dabei. Das könnte man jetzt gerne auch als Impfaufruf verstehen, anknüpfend an die Kollegin Nies. Ich will auf ein anderes Thema hinaus. Nach genauer Überprüfung und genauem Studium des großen Wurfes der Frau Bundesminister, des sogenannten Klimatickets, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich aus der ursprünglichen Idee des grünen Wahlkampfslogans, der auch im Regierungsprogramm Niederschlag gefunden hat, des 1-2-3-Tickets geworden. Und ja, da war es eben Falco, der mir das schließlich am besten erklären konnte. Zurück zur Ursprungsidee. 2017 eine einfache Botschaft: öffentliche Mobilität mit 1 Euro pro Tag im Bundesland, 2 Euro pro Tag in 2 Bundesländern und 3 Euro pro Tag für ganz Österreich. Der Anreiz, auf öffentliche Verkehrsmittel kostengünstig umzusatteln, der hat ja wirklich etwas. Nur Probleme gibt es jetzt viele in der Umsetzung dieses Klimatickets. Da kommt einmal das Problem, dass einfach der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel weit hinterherhinkt. Ein schönes Beispiel gibt es wahrscheinlich viele noch in Österreich. Nehmen wir den Großraum Steyr-Linz her. Hier gibt es zwar eine Bahnverbindung, 35 Minuten würde man mit der S-Bahn brauchen, nur fahren so wenig Züge und ist das Angebot an Zügen dermaßen schlecht, dass alle mit dem Auto fahren, dass immer noch mit dem Auto gependelt wird. Es liegt da beim Bahnhof ein großer Pendlerparkplatz, der steht leer. Da zeigt sich also, hier wäre sehr schnell Abhilfe zu schaffen. Das nächste Thema, und das ist gerade in Zeiten der Klimakonferenz, wo uns einmal mehr bewusst ist, die Klimakrise ist da, wir haben den Klimagau. Und da muss man eben wirklich dieses Klimaticket schon sehr kritisch anschauen. Es ist ein Erfolg, das Klimaticket, aber vor allem ein Marketingerfolg. Wie weit also das Klimaticket tatsächlich einen Beitrag leisten wird, dass die CO2-Emissionen sinken, das bleibt erst abzuwarten, zumal es hauptsächlich jetzt einmal in Anspruch genommen wird von Personen, die ohnehin schon öffentlich unterwegs waren. Und dann lassen Sie mich bitte abschließend, gerade als Tiroler Abgeordneter, unbedingt auch konkret darauf einzugehen, was hat die bisherige Klimapolitik des Klimaschutzministeriums ganz konkret an Verbesserung der Verkehrsüberlastung auf der Brennerroute gebracht? Sie warten zu Recht, es gibt keine. Liebe Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus, wir stehen wirklich vor der großen Herausforderung, die Klimakrise zu bewältigen. Wir haben noch nicht viel weitergebracht und das nicht zuletzt aufgrund auch der grünen, halbherzigen Klimapolitik, die zu sehr türkislastig ist. Und so beende ich diesen Redebeitrag mit einem weiteren Textauszug aus dem eingangs zitierten Lied von Falco. Und dieser Frust macht uns stumm. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Klimaticket sei ein Marketingerfolg, sein Erfolg, aber vor allem ein Marketingerfolg, betont Johannes Markreiter von den NEOS.